Conan Exiles ist praktisch das, was ich mir als Ark 2 vorstelle. Nur ohne Dinos. Doch in dieser gefährlichen Welt, in der du zum Sterben zurückgelassen wirst, werde ich 100 Tage mit einem Freund verbringen. Überall lauern Bosse und noch mehr Minibosse. Manche davon in Dungeons und andere auf der gesamten Insel verteilt. Ganz genau, es handelt sich hierbei um die DLC-Map Isle of Scepter. Dieses Video hat leider mehrere Wochen an Arbeit gekostet, da es kein Placement beinhaltet, um die zeitlichen Kosten zu decken und ich mich gerade mitten im Umzug befinde. Würde ich mich wirklich extrem freuen, wenn du dem Video ein Like da lassen könntest und es vielleicht sogar ein, zwei Freunden zeigen könntest. Der YouTube-Kanal meines Mitspielers ist in der Beschreibung verlinkt und nun ist es Zeit für 100 Tage in Conan Exiles Part 1. Dieses Playthrough wollte ich mal was Neues ausprobieren. Ein weiser Mann sagte mir einmal, wenn du in Third Person spielst, dann mach den weiblichen Charakter, wenn du schon die ganze Zeit auf den Hintern gucken musst. Außerdem fanden wir raus, dass Isle of Scepter anscheinend in Deutschland spielt. Denn der Grund dafür, dass ich ins Exil musste, ist, dass ich keine Genehmigung für meinen Selbstmord hatte. Ups, okay, ich bin drin. Kannst du mir nachjoinen jetzt? Ganz ruhig, Michi, ganz ruhig. Während den Vardos also versucht zu joinen, sammle ich schon mal den ganzen Müll vom Strand. Hashtag Team Seas, für mich wie Mr. Beast. Ey, Stufe aufgestiegen. Aber ich musste auch schnell bemerken, dass ein paar Mods echt komische Dinge anstellten. What am I doing? Oh, was? Ich pisse! Ich hab gepisst! What? What am I doing? Und endlich joint er auch in Vardos. That's a fucking go. Oh, wir sind dran. Oh, hello. Die Dinger kannst du hier einsammeln. Hab ich auch gerade schon die ganze Zeit gemacht. Oh, hier vorne ist so ein Vogel. Das bin ich. Ein anderer. Und für den Rest der Nacht haben wir natürlich dann mit unserer Neugier gestillt und geschaut, was die Mods alles zu bieten haben. Das war sehr komisches Zeug teilweise. Was du? Aber wie kann ich dich inviten? Ah, war invite player to party. E gedrückt, halt, okay. Doch wisst ihr, was im Vardos von Partys hält? Genau das. Aber. Pisst du jetzt? Aus dem Mund. Und wie man sieht, sind wir sehr effektive Gamer. Ich mach über. Komm, nimm mal. Aber tatsächlich waren wir auch Killermaschinen. Tick this, Alter. Boah, 960 XP gibt's so ein Teil. Yes! Das ist ein Wolf. I'm coming. Das ist ein. Das ist doch kein Wolf, Alter. Das ist ein Schäferhund. I think I'm going to collapse. Oh, ich hab ein rohes Ei gegessen. Hacki, hacki. Oh, ich hör was. Oh! Ah! Warte, wie konnte man die nochmal anvisieren? Oh, mein Q. Oh, jetzt hab ich dich anvisiert. Ich seh dich. Und wie man sieht, sind wir sehr effektive Gamer. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, hey! Das UI ist von BDO geklaut. Kein Wunder, warum mir das so bekannt vorkommt. Das ist voll von BDO abgezogen. Stimmt, mir kam das aber auch voll bekannt vor. Dann verbrachte ich eine Zeit mit Lernen von Crafting-Rezepten und stellte ein unsichtbares Lagerfeuer her. Es ist weg! Das Lagerfeuer ist einfach verschwunden. Hä? Es ist unsichtbar! Ich bin dran, aber es ist unsichtbar. Ich habe Angst rumzulaufen, weil ich dich irgendwo runterziehen könnte. Denn in Vardos und ich spielen nicht auf einen normalen Server, sondern einen non-dedicated Server. Das bedeutet, wenn ich zu weit weg von ihnen laufe, ziehe ich ihn einfach mit. Siehst du das, wenn ich das hier place? Hä? Was ist mit meinem Bein? Oh mein Gott, aber jetzt hat er es wenigstens geplaced. Oh! Das ist neu. Dann schlachteten wir haufenweise Tiere ab für die XP, das war nichts Persönliches, und machten uns schon mal Gedanken, wo wir unsere Base aufbauen wollten. Siehst du auf der Map, wo der Fluss ist und dann so eine Insel? Ja, können wir machen. Hab ich bei dir ein Schwert in der Hand? Ja. Oh mein Gott! Was ist das? Ich glaube, das ist schon ein Boss, den ich hier sehe. Öff der Toten? Hä? Warum ist Nebel? Ich habe das aus Versehen gemacht. Wo? Ich hab Gesöff der Toten gemacht. Ich dachte, es wäre ein Heal-Trank. Da! Jetzt bist du tot. Nein! Lauf! Zombies! Oh, ich blute! Ich bin fast tot. Ich muss mir Heal-Tränke salben machen. Warte, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich hab dich verloren. Ich bin bei den Vögeln. Hat einer von euch bei Lidl ein? Wolltest du fragen, ob es sich lohnt? I get it. Oh,
Warum machst du schon wieder den? Doch, wir schafften es zum Spot ohne Probleme. Ah, Madeira, die Insel der Streamer. Purpur-Lotusblüte. Okay. Und Aloe Vera. Und nicht nur das. Um die Insel herum waren tatsächlich viele wertvolle Ressourcen. Sogar so viele, dass wir in Weihnachtsstimmung geraten. Chupapi, Munyana, Sakla. Oh mein Gott. Ach so, aber nehmt ihr das jetzt gerade wieder auf? Ja. Dann hat Alina ihre Klappe gehalten und endlich konnte ich produktiv sein. Spaß. Wir haben nicht alle lieb, Alina. Aber trotzdem war ich dann produktiv. So halb. Ich brauche ein bisschen XP. Ich bin fast Level 10. Leider ist das nicht genug gewesen. Einfaches Fahren gibt deutlich mehr XP. Dann verbrachten wir tatsächlich eine gewisse Zeit mit dem Versuch, uns in einen Tribe zu adden. Keine Ahnung, warum es nicht ging. Ich habe versucht, was im Admin-Menü zu finden, aber selbst nach einem Server-Restart hat es irgendwie nicht funktioniert. Leider habe ich dann vergessen, meine Aufnahme wieder neu zu starten und habe einfach nur gestoppt. Und das hier ist, wie ich gerade wieder drauf joine. Aber es war nur ein Tag vergangen. Wie man sieht, haben wir auch halbwegs nur ein bisschen gebaut und ein bisschen gefarmt. Ja, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Oder die Hirschkuh auf Madeira. Alligator. Ich komme. Wir töteten einen Haufen Alligator, also nicht den Künstler, ne? Und investierten die Ressourcen, die wir hatten, in den Aufbau unserer Basis. Was Mama Alligator nicht gefiel. Hey, das ist ein Boss. Krokodil. Hey! Du bist tot. Du bist tot? Ja, ich bin tot. Ich bin runtergefallen. Oh, meine Fackel ist kaputt gegangen. Oh, hallo! Ja, perfekt. Nachdem Invados sein Zeug wieder hatte, haben wir wieder effektive Gamer-Moves gezeigt. Ja, hallo, helfen, nicht klettern. Ja, jetzt fühlst du dich nicht mehr so stark, ne? Oh, hinter mir ist der Boss, glaube ich. Hab ihn gerade gehört. Ist noch ein anderer. Ist ein normaler. Ja, voll verfehlt. Junge, er geht die ganze Zeit im Lock auf dich. Komm, der ist sofort down. Nice. Kommen die jetzt alle her? Das ist der Boss! Was ich da auch? Oh mein Gott! Immer warten, bis die sich umdrehen, ne? Bam! Reicht deine Waffe noch so lange? Oh no. Die ist schon ziemlich low. Au! Boah, der hat mich fast gewonshottet! Oh oh. Ja, okay, warte. Ich versuch, Aggro zu nehmen. Der will nicht, der will dich! Warum wollen die alle meine Ärsche, Alter? Bam! Oh mein Gott! Damn! Aber er ist sofort down. Ein Hit noch. Oh. Meine Waffe ist kaputt. Nein! Nice. Mit den Öfen, die wir jetzt hatten, konnten wir endlich Eisen schmelzen. Und ich habe sogar irgendwelche Missionen oder sowas erledigt. Reisegeschäft abgeschlossen. Ah, warte, es gibt ja jetzt irgendwelche komischen Dinger hier hinten. Oh, Belohnung und Anfordern? Ich weiß nicht, was das ist, um ehrlich zu sein. EP, da auch Belohnung anfordern, Werkzeuge herfertigen. Ich habe immer noch keinen Plan, was das alles ist, aber immerhin können wir jetzt Eisenwerkzeuge herstellen. Na, Leute. Am Farming. Kann ich dich abfarmen? It's not working, man. Ich mach dem einfach keinen Schaden. So. Haben wir es? Nein, haben wir es nicht. Ich kann nichts craften. Why can't I craft anything? Bro, ich bin am Farm. Naja, ihr wisst ja, wie es läuft. Farm, aufbauen und zwischendurch ein paar Naturkatastrophen. Hä? Mickey? Ja? Guck mal nach oben. Oh, was ist das denn? Ich will nicht, dass das Ding plötzlich zu uns kommt, weil es wird gerade windiger, ne? Ist das ein Hurricane? Sollten wir vielleicht ins Haus und ein Dach schnell machen? Ach, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also, baut dich schnell ein halbes Dach. Mehr Ressourcen hatten wir gerade nicht. Aber Gabe sei Dank ist nichts passiert. Deswegen kümmerte ich erstmal um unsere Inneneinrichtung. Ich find's bei euch auch super geil, dass alle unsere Möbel außerhalb des Hauses sind. Ich mach auch dann so lange. Mickey? Geht's dir gut? Nein, geschlafen. Ja, eine der Mods machte echt komische Dinge mit unserem Spiel, die definitiv nicht so sein sollten. Was? Ah. Was mach ich? Hä? Ich esse einen Arm! Das wollte ich nicht! Geh weg von hier! Nimm sie aus der Hand! Nimm mir den Arm weg! Nimm mir den Arm weg! Ich will kein Kannibal sein! Sie hört nicht damit auf! Geh weg! Mitten in der Nacht brachen wir dann auf, um ein bisschen zu erkunden. Von dort kamen wir, glaube ich, her. Dann lass mal hier.
Hier so hoch, ja. Wir nutzen die Gelegenheit, um uns mit den Kämpfen noch etwas vertrauter zu machen. Seit dem letzten Mal, wo wir gespielt haben, hat sich das Kämpfen in Conan nämlich ziemlich verändert. Zum Guten, finde ich aber. Oha. Kämpfe sind hier deutlich intensiver als in Ark. Das mag ich. Oi. Come closer. Sowas in der Art würde ich mir noch geiler für Ark 2 wünschen. Da geht's dir gut. Ja. Au. Au. Oha. Bam. Yes. Oh mein Gott. Hey. Ein after another, maybe. Junge. Du hast auch eine Rüstung, ich nicht. Deswegen habe ich mir eine gemacht. Yeah. Hä? Ich hab die beide ignoriert. Jo, die halten mehr aus und die machen mehr Schaden. Junge, jetzt ist leider noch hinter mir her. Alles gut, ich kümmere mich um ihn. Und wie man sieht, sind wir sehr effektive Gamer. Ich kümmere mich um beide, alles gut. Wir gelangen in eine Art Biom, wo die Gegner immer stärker wurden, je tiefer wir eindrangen. Aber für uns war das nur ein Frühstückstrainingslager. Einige Gegner allerdings sahen uns als Frühstück. Was ist hinter dir? Weg dich! Boah, ich bin gleich tot! Okay, die machen ein bisschen mehr Schaden als sie. Dort stehst du, oh, I'm gonna die! Ja, ich hab die auf mich jetzt. Ich trinke Healing, okay. Nice. Wir sollten auch ganz schnell Tiere machen. Ich hab Bock auf ein mächtiges Pet. Denn in Conan kann man Tiere auch tamen, wie in Ark. Allerdings muss man dafür ein Baby finden, es entführen und großziehen, ohne es zu verraten, dass das Tier eigentlich nur adoptiert wurde. Zwangsweise. Und unser Training machte sich bezahlt. Zumindest hatte ich jetzt ein besseres Bild von meinen Movesets. Das sieht nach Verderbnis aus. Hallo. Sehr effektive Game. Au. Ah. Got one. Ah, mein Holzschild ist kaputt gegangen, ey. Hey! Da kommt noch einer, der schießt. Wir waren einfach zu stark. Nichts konnte uns mehr aufhalten. Außer das Ding da, was in Varus gefunden hat. Das konnte uns aufhalten. Oh, das Ding hat mehr HP. 600, es kommt zu dir. Ja, deswegen wollte ich das Ding nicht fighten. Wahrscheinlich macht das ordentlich Damage. Lauf! Und wir liefen, sprangen, slideten mit Style und ich liebe diese Mechanik einfach so sehr. Bitte mach das in Ark rein. Jedenfalls kamen wir erst in der Nacht an der Base an. Sweet home. Dort wurden Level-Skill-Punkte verteilt und erst beim Sonnenaufgang habe ich dann Lichtquellen installiert, gecraftet, aufgestellt, sowas. Oh, da oben ist ein Lager. Oh, dann können wir ein paar Sklaven haben langsam. Mickey 223. Das ist einfach Mickeys Game, ne? Ach, der Portugiesen aller Ehre, wa? Ich habe hier einen kaputten Spiegel, den bringe ich den jetzt mit. Guck mal, ich habe einen Schatz. Komm. Ins neue Land, ganz viele Schätze. Das ist aber kacke. Oh mein Gott, die machen übelstens Schaden. Ja? Hey, ich bin tot. Oh nee, wenn du stirbst, dann werde ich auch. Ja, wenn ich sterbe, wird in Vardos zu mir teleportiert. Und nicht nur das, ich spawne immer stuck in der Wand und muss mir jedes Mal rauscheaten, weil das Bett irgendwie komisch neben der Wand ist. Ach ja, und wir konnten zwar nicht in einen Tribe, aber dafür konnte ich einen Clan gründen und in Vardos einladen. Das war eine andere Alternative. Aber es ging. Kann ich jetzt so machen? Und dich zu meinem Clan einladen, ja, oder? Yes. So richtig oldschool. Ja! Yes! Dann holten wir meinen Stuff bei Einbruch der Nacht, wo ich nichts sehen konnte. Ich habe keine Fackel gerade, oh mein Gott. Das mit dem einen ist... Oh mein Gott, Stamina. Ich sehe halt nicht. Oh mein Gott! Ja, okay, I gotta run, weil ich sehe nichts. Ich kann nicht nachts fighten. Es ist halt wirklich alles dunkel. Oh, hier war gerade eine Live-Bar in meinem Gesicht. Okay, ich bin tot. No joke, mit den Nachbarn ist nicht zu spaßen. Oh mein Gott! Die machen mies Schaden, Alter. Ja, einer ist tot. Die haben richtig heftiges Zeug. Oh yes! Guck mal, deren Waffen, die haben richtig starke Waffen, Alter. Gehärtetes Stahlgussschwert. Das ist viel. Das ist so Unmengen besser. Du machst viel mehr Damage. Wow. Oh. Oh, das ist ein Boss. Das ist ein. Ja. Yeah, endlich was für die Hände. Hatte ich noch gar nicht. Ui, ui. Und mit besseren Waffen trauten wir uns weiter weg von der Base. Oh, was bist du denn?
Wir taten das, was Menschen immer machen, wenn sie ein neues Land betreten. Alle Ressourcen ausschöpfen und schlachten, was schwächer ist als einer selbst. Oh, Babypferde! Hier schnell mitnehmen. Zack. Noch einer, komm. Nein! Krieg ihn. Mit zwei Babypferden in der Hosentasche führten wir unser bescheidenes Leben weiter. Und bam. Erst nachts waren wir wieder zurück zu Hause. Und ich brauchte einen ganzen Tag, um den Stall für die Pferde zu erfarmen und ihn zu craften. Und noch an dem gleichen Abend, wo ich fertig wurde, hatte Invados einen Todeswunsch. Erstmal da in Richtung Hurricane. Yes. Oh Junge, das sieht so aus, als würde sie herkommen, ey. Ist das schlau, was wir gerade machen? Wahrscheinlich nicht. Oh. What? Okay, das Ding verschwindet jetzt. Das wird reingesogen in den Turm. Sauron. Wissen wir wenigstens, wo das Ding ist. Das ist genau Mitte. Endlich wurde es Zeit für unseren ersten echten Bossfight. Oh, du bist da unten, du wirst verfolgt. Das wird ein schwerer Kampf, was sag ich dir. Mach erstmal die Kleine weg. Wie viel Schaden macht er? Überall vielleicht. Ja, dann macht er. Ging er sehen. Bosse sind in Konen mit Totenköpfen markiert. Ein Totenkopf bedeutet, es ist ein Miniboss, wie diese Alligator-Mama. Drei Totenköpfe ist ein Big Boss. Oh, ich bin müde. Ey! So begann unser erster stundenlanger Kampf. Ja, Vorsicht, Drehangriff. Fucking Drehangriff. Und jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Oh my gosh. Wow! Ich hab keine Ding. Okay. Mann. Ach, du spawnst hier. Ey! Vorsicht. Ach. Ey! Oh, das war knapp! Bin gleich bei dir. Okay, bin da. Oh. Okay, du übernimmst kurz. Bin sofort fertig. Oh shit, okay, du musst einmal übernehmen. Hab's gleich. Oh. Okay, bin ready. Ich geb mir kurz einen Verband. Oh. Da sind gleich auch der Verband geworfen. Er ist halb. Er ist unter halb. Oh, rund. Hey. Au. Oh oh. Au. Oh, Junge, wie lange fighten wir schon gegen das Ding? Hey, der trifft mich manchmal, obwohl er mich gar nicht trifft. Bam! Yes! Nice. Ah ne, doch, ich hab einen Schlüssel bekommen, Dietrich. Ehrlich? Ja, dann muss hier irgendwo eine Kiste sein. Denn wenn man einen Big Boss besiegt, droppt dieser einen Schlüssel für ein legendäres Item. Allerdings verbrachten wir den Rest des Tages mit der Suche nach der Kiste, fanden sie aber nicht. Dafür fanden wir am nächsten Tag das. Ich kann euch aber nicht sagen, was das ist, weil ich selber keine Ahnung habe. Auch bis zu dem Zeitpunkt, wo das Video fertig ist. Ich habe keinen Plan. Ich glaube, das Ding ist also quasi das Hauptteil der Story oder so. Ich glaube, er ist unwichtig für uns. Also taten wir wieder das, worin wir gut waren. Fremde Leute töten und deren Wertsachen plündern. Wie echte Männer. Hey, ich brenne! Oh, what? Bitch! LOL! Ihr schaut zu. Gemacht. Und abseits dessen, dass die Sonne am falschen Ort aufging, fanden wir einen weiteren Big Boss. Oh, der ist ein Big Boy. Weißt du, wo? Wo die Sonne aufgeht. Warum geht die Sonne im Süden auf? Oh, den meinst du. Let's have a look. Spoiler! Das war keine gute Idee. Tut mir leid! Er läuft dir hinterher. Kannst du dich da drin verstecken? Ah! Oh, jetzt will er mich! Ah! Ist er hinter mir? Wo bist du? Ich weiß nicht. Hallo? Der ist hinter mir! Ah, wo ich noch nicht hier? Keine Sorge, wir sind aber entkommen. Auch wenn nur sehr knapp. Weiter mittig der Map, in der Nähe von dem Turm, trafen wir auf neue Gegner, sowie auch wichtige Ressourcen. Wir looten und töteten einfach alles, so dass wir uns unbesiegbar fühlten. Verfluchter Berserker. Oh, what? Hä? Und ihr wisst, was das bedeutet. Wir spawnen wieder stuck in der Wand. Oh nein. Es ist schon wieder, ich stecke hier drin fest. Wenigstens kann man mal sehen, wenn ich nicht rolle. Und ich schätze mal, Vados wurde müde von all dem, was passiert war. Hä? Siehst du? Warum macht er das? Was macht... Ah, geh ohne mich.
Nachdem ich meine Sachen wieder hatte, ging der Kampf dort direkt weiter. Hey, guck mal, da chillt jemand oben. Round 2, fight! Hallo! Ren! Ah. Oh, was ist das? Halb Mensch, halb Insekt! Ich bin tot! Vorsicht, hinter dir! Das ist gut. Yep, wir waren einfach unbesiegbar. Bam! Und down. Ah, nee, doch. Okay, ich hab gelogen. aber. Wir holten unsere Sachen aber erneut. Statt weiter dort zu kämpfen, erkundeten wir noch ein bisschen weiter die Gegend, bevor wir wieder zurück zur Basis kehrten. In der Basis angekommen, hat den Vados zuerst geblasen. Dann haben wir Items sortiert und zum Abschied, bevor wir offline gehen, hat er nochmal geblasen. Hau rein. Als ich das nächste Mal online kam, waren Vados leider nicht dabei. Vados liegt hier vorne. Da ich aber ohne ihn nichts erkunden wollte, nutze ich die Gelegenheit, um schon mal genug Ressourcen zu farmen und ein paar Base-Upgrades zu machen. Oi, es wird eingesaugt, again. So sieht das aus, wenn Gott geschissen hat. Er hat uns erschaffen und dann hat er, so sah das dann aus, so, er hat es gerade runtergespült und wir sind alle haufenweise Sch. Und wie ihr gleich sehen werdet, lohnte sich das langweilige Farmen doch. Oh ja, guckt euch mal die Werte an. Da oben 373, 478. Oh. Ich glaube, das und das Outfit gibt mir vielleicht auch ein paar Views mehr. Jetzt, da ich ein Thumbnail hatte, konnte ich auch offline gehen. Als die zwei aber das nächste Mal wieder online kamen, entfernten wir erstmal die Mod, die manchmal komische Dinge geführt hat. Ihr wisst schon, die spontanen Blasenentleerungen oder überdramatische Geh ohne mich Momente von Vados. Diese Mod halt. Oh! Ich glaube, in Vados ist da. Das erste, was du machst, wenn du ins Game reinkommst, ist blasen, Alter. Komm hier, mein Queen. Uff. Ah ja, okay, ich verstehe schon. Du magst mal ein neues Outfit, wa? Ja. Oh mein Gott, guck dir die Jiggles an! Du kannst jetzt eine Party mit deinen Trolls machen. Eine Troll-Party? Oh lol! Ah ja, Alena spielt, by the way, im Hintergrund League of Legends. Ach, leck mich. Mann. Okay. Boys be boys. Was ist das für eine Scheiße? Removes body oil from the player. I don't use oil. You can use it on me. Ja, I sure will. Boys will be boys. Ich judge nicht. So schlimm ist es auch nicht. Junge, dein Pferd sieht irgendwie vom Gesicht aus, als ob der gerade irgendeinen Witz erzählt hat und auf die Reaktion von anderen wartet. Wie er sich so zusammenreißt, dich zu lachen. Aber gleichzeitig sieht er auch mega high aus. Noch schnell ein paar kleine Base-Improvements und dann wollten wir los, um Tiere zu finden und sie gegen ihren Willen zu adoptieren. Fahren wir vielleicht in eine andere Richtung, wo wir noch nicht gegangen sind? Einfach in den Süden, den Fluss entlang? Und ihr habt, by the way, keine Ahnung, wie oft ich die Orientierung verloren habe, weil ich mich beim Sonnenaufgang und Untergang an der Sonne orientiert habe, die hier einfach aus dem Süden kommen. Als würde sich diese Erde nicht so drehen, sondern so drehen. Ist das eine Wüste da vorne? Ja. Aus Sicherheit ließen wir die Pferde außerhalb des Lagers, aber holy fuck, sind wir stark. I'm sorry. Oh mein Gott. Oh, der ist ein, hier ist aber ein größerer. Ich nehme euch trotzdem auseinander, ich habe nur kein Stamina. Aber... Aua! Der hat einen Schlüssel gedroppt. Ey, guck mal, da ist jemand gefangen. Ah, hier, guck mal. Wie können wir jemanden befreien? Das hier war uns neu. Und somit begann der Anfang unserer schlechten Elternschaft. Hallo, verkaufst du uns was? Ich werde nach Hause. Ey, das ist jetzt unser. Oh, unser what? Lakai. Lol, als ob. Wie cool. Es war schon cool, so einen extra Schleppesel zu haben. Guck mal, da kommt sie angerannt. Einen fetten Rucksack auf den Rücken. Und wegen dem, was jetzt passiert, sagte ich vorhin, dass Invados und ich schlechte Eltern wären. Die oh, praisen hier da gerade. Da kommt ein großer. Oh, who are you? Das ist ein besonderer. Das ist ein Totenschädel. N'Gora. Wohl er. N'Tota. Yeah. Wow. Oha. Mein Träger ist tot. Oh. No way. Der ist tot. Da hat's echt nicht mal einen Tag überlebt. Nicht mal einen halben Tag, Alter. Junge, da war ein paar Stunden. Der war länger gefangen, als er befreit war. Ah. Ah. Ah.
Ich weiß, wen du meinst, aber ich meinte das Erdnussbaby. Achso. Ah. Oh nein. Ohne Scheiß, was ist Mickey, das für... Du ziehst mich. Ich zieh dich. Du komm mit. Ah. Hab ich voll vergessen gehabt. Same. Stimmt. Da war ja was. Und hier, by the way, wurde mir klar, dass je hässlicher das Vieh ist, desto stärker ist es wahrscheinlich. Boah, renn. Warum? 2700 AP. Steig auf. Ah, der macht Schaden. Oh my gosh, I saw that. We shouldn't be here. Damn, there's a big boy following me. Es gibt keine Boss-Version von denen, ne? Vielleicht? Oh, war das ein Spoiler? Oh lol. Oh, hier sind noch mehr von diesen Viechern. Ich hab keinen geschwiegelt. Hier sind ganz viele von denen. Lauf! Irgendwas betreten. Mach auf! Du hast mich mitgenommen, glaube ich. Na gut. Oh no. Oh no. Das hier ist unser erster Dungeon. Aus irgendeinem Grund war bei mir die Zeit aber irgendwie verbuggt. Aber da ein Tag in Conan 30 Minuten dauern und wir circa 73 Minuten im Dungeon waren, zähle ich das einfach als 2 Tage. Ich habe das Gefühl, wir sollten das nicht machen. Und der Dungeon war übrigens voll mit diesen hässlichen Viechern. Aber die sind langsam. Können wir hinbekommen. Können wir. Aber das dauert. Alter. Also fand ich ein Trick, das Ganze etwas zu beschleunigen. Oh. Hä? Wie er rumguckt. Ich dachte, sie können schwimmen, das ist doch so ein Fischmensch. Ja. Keine Sorge, ich habe diesen Trick aber nicht abused. Hello guys. Oh, nein, wir haben Fehler gemacht, das war ein Fehler. Nein. Ah ja. Mi Cavallo! Nur manchmal. Und tschüss, amigo. Der Herr Kamin, Hans, jetzt der Flammenwerfer. Oh, da fällt das runter. Du bist die ganze Zeit von dem Ding getroffen, aber, Alter. Aber warum? Die Rage ist so heftig. Der trifft dich und ich fliege aber hoch von mir. Nach einer Weile gelangen wir in diesen Raum. Jeder Gamer weiß, das ist ein Bosskampf. Deswegen ließen wir die Pferde wieder in sicherer Distanz, bevor wir gegen Jack kämpften. Ich sag Jack, weil er ist ein Ertrunkener und das erinnert mich irgendwie an Jack, der einer von der Titanic, you know, der eigentlich gar nicht hätte ertrinken müssen, weil jeder weiß, die Tür war eigentlich groß genug für 2. Und oh, der hat 16.000! Oh! Warte. Oh! Mach da. Oh! Wow! I'm dead! Yes, ich versuch am Leben zu bleiben. I'm back in action. Warte mal, ich muss kurz hier. Ich mach. Oh, was? Guck mal, wo er mich getroffen hat. Das Gute ist, dass Jack so langsam ist. So kann ich ihn super ausweichen. Wie viel Blutungsschaden kriegt er? Oh, der kriegt echt nicht viel Blutungsschaden, ne? Mach ruhig. So sehen Kinder ihren besoffenen, dicken, fetten Onkel, der abusive ist. Wenn sie halt finally sich gegen ihn stellen, weißt du? Genau so ein Kampf ist das dann, Alter. So klein mit 2 Spielzeugmesserchen oder sowas gegen... Mit der Big Ugly Uncle. Ja. Solche Sprüche ließ sich Jack aber nicht gefallen. Oh nein! Oh mein Gott, das hat mir trotzdem Schaden gemacht. Hier, Alter. Aloe Vera, let's go! Da hat den Vados aber gerade so überlebt. Ey! Was passiert? Ich hab kurz nicht hingeschaut, ich hörte deinen Schrei, dreh mich um und du bist nicht mehr da. Doch statt bei mir zu respawnen, spawnt den Vados ganz am Anfang des Dungeons. Hey, warum bin ich hier? Ich bin am Anfang des Dungeons. Solange der Bursche mit den Orientierungssinn wie Zorro also erstmal herfinden musste, erzähle ich Jack, was Rosso alles gemacht hat, nachdem er ertrunken war. Und dann nahm ich ihn von hinten, um Dominanz zu zeigen. Wie ein echter Mann, Frau. Willst du den letzten Schlag machen? Oh, ich wollte ihn in den Arsch treten. Oh, Bitch. Jetzt macht er richtig ernst, Alter. Ja, okay, dann aufhören mit der Spielerei. Nein! Oh mein Gott. 4000 nur? Wie viel? 4000 XP. Der hat nur 4000 XP gegeben? Loot. Was ist das? Ich weiß, ich nehm's trotzdem. Oh. Eine Cutscene. Siegel des zweifach Ertrunkenen. Kristallwächterkopf. Wir haben den Kopf! Und das hier war übrigens die Filmsequenz. Also ich bin jetzt nicht schlauer geworden. Du spielst die ganze Zeit.
Nach der Filmsequenz wollte sich noch schnell looten, aber... Let's get out of here. Tupo-Dings. Ah! Bra, mein Pferd ist da drin und ist auf nicht folgen. Was teleportiert hinten? Warum hast du es auf nicht folgen gemacht? Weil wir in den Bossraum reingegangen sind. Ich hoffe, das ist jetzt hier. Nee, das ist es nicht. Ich bin wieder stuck hier. Ich geh wieder rein. Tür ist verschlossen. Really, au! Ja gut, plötzlich ist da irgendwie drin und ich hab keinen Plan, wie wieder reinkommt. Na warte, ich hab hier so ein Siegel. Was macht denn das? Oh nein! Ich glaube, ich hab mir irgendwas angetan. Da, Siegel. Ich hab irgendein Siegel jetzt auf mir drauf. Dann bandagiere ich mich mal kurz und nimm dein Pferd dann einfach. Bist du unten oder oben? Ah ja, unten. Komm auf Karte, Digga, bist du blind? Ja, nein! Ich hab 10 AP! Kurz darauf fanden wir noch einen Boss, der um einiges einfacher war, aber irgendwie sich viel mehr gelohnt hat. Zumindest von der XP. Denn der andere Boss hat 4000 XP gegeben. Der hier wiederum einiges mehr. Boah, der hat viel gegeben, ey. Guck mal, viel besser als davor, 37.000. Und da war leichter. Ja. Bei Sonnenaufgang von Tag 27 raideten wir ein Banditenlager. Oh, what? Au! Ja, Schloch! Der hat kein Bein. Jetzt hat der gar nichts mehr. Zack. Oh. Sorry, guys. What? Vorsicht, Vorsicht, Mickey! Oh, ich bin overloaded, ich bin overloaded! Warte schon. Die Rüstung war um Längen besser. Was hatte der hier gerade? Aber auch deutlich schwerer als die, die ich hatte. Alter! Vorsicht! Junge! Und in dieser Nacht befreite auch ich meinen ersten Sklaven. Er war wie ein Packesel und Freund zugleich. Sein Name war Alfredo. Auch wenn Envados ihn viel mehr als Packesel behandelte als ich. Ja, nimm alles. Ey, Chimmer, ich will mein Inventar leer machen. Ich bin überladen die ganze Zeit. Ah, und hier sollten Kinder mal ganz kurz weghören. I'm dead. For real? Oh, du Okay, ihr dürft jetzt wieder zuhören. Ich fand da so ein Ding, das Teil da. Du hast eine mysteriöse Figur gefunden. Ihr werdet jetzt Zeugen einer Macht abseits des Verständnisses des Menschen. Denn Envados hat sowas wie einen Spinnensinn wie Spider-Man. Nur, dass es seine Hoden sind, die dann tingeln. Ich glaub, wir reiten hier direkt in die nächste Scheiße rein. Warum hab ich hier so ein bisschen Elden Ring-Feeling? Was ist das? Ist das ein Gladiator? Wow, der macht Damage! Genau wie er gesagt hat, wurde es hier ziemlich gefährlich. Auf seine Eier ist immer Verlass. Wie der sich langsam umdreht. Die! Au. Oh, ist noch ein. Oh, das ist ein Boss. Was ist das? Cool aus. Und während ich irgendwelche Assassin's Creed Moves trainierte, fand Envados einen weiteren Boss. Und naja, wie soll ich sagen? Der Boss war zum Kotzen. Oh mein Gott! Das Ding vergiftet. Oh, jetzt vorsichtig, das macht übel Schaden. Dieser Boss hatte drei nervige Eigenschaften, zumindest für mich. Er spawnte immer neue Minions. Ein AOE-Angriff, der vergiftet und verdammt viel Damage macht und dazu ist er noch immun gegen Blutung, was meine Dolche irgendwie useless machte. Au! Da spawnt immer mehr, kann das sein? Oh nein, er will gleich sterben, Alter. Hä? Das Ding ist jetzt drin. Leider hat der Boss sich dann resettet und wir mussten alles von vorne beginnen. Dieses Mal aber intensiver als zuvor. Oh, Vorsicht. Interesting. Der ist gegen Blutung immun. Oh, jetzt kotzt er die kleinen Viecher aus. Vorsicht. Ah! Das macht sehr viel Schaden. Achso. Hast du dein Zeug? Hey! Hinter dir. Ja, ich muss mich healen einmal. Der ignoriert mich gerade. Come over here and kiss me on my hot mouth. Hey, wo kommst du auf einmal her? I'm feeling romantical. What part of Mandingo Party do you not understand? Hey, wo kommt der? Es wird immer mehr. Wie viele noch? Dennoch besiegten wir sie alle. Oh shit, so below. Hab ihn. Gut. Oh. Auch den Drachenlord. Der war auch da und den besiegten wir auch. Ui. Yes. Noch so ein Dude und der steht da, als ob es ihm gehört, die Crypt. Ah, erstmal die Kleinen wegmachen. Einer down. Aber auch. Let's right. Yeah. Get down. Komplett überladen kehrten wir in Schritttempo zurück zu Alfredo und sehen dabei aus wie komplette Roleplayer. Ich reite jetzt hier raus. F*** this place. Ah!
You're leaving me behind! Wo ist denn dein Pferd? Das Ding läuft mir bis hier draußen hinterher! Das ist irgendwie so ein Mini-Drachen-Boss. Sounds like a you problem. Und der Weg zurück war wie immer blutig. Ob das Blut der Gegner oder das eigene. Die Farbe Rot zog sich überall, wo wir lang liefen. Und Alfredo entpuppte sich als Psychopath. Oh Junge, das übertreibt man nicht. Dann befreiten war das diese arme Ding. Hey, mein Träger stirbt. What, jetzt schon? Mein Träger ist tot. Du bist ein schlechter Vater. Junge, wenn der Dummkopf nicht mitkommt. Also beschloss ich einfach selbst ein Träger zu sein. Ich bin jetzt der Träger. Let's go. Guck mal, noch ein Boss. Aber den fighten wir erstmal nicht. Stattdessen kehrten wir mit Style zurück. No joke, ich will das so sehr in Ark haben. Die ganze Reise über diskutierten wir zwei darüber, dass mein Pferd noch im Dungeon war. Doch als wir zu Hause ankamen... Hey, dein Pferd ist hier. Hä? Dein Pferd ist hier. Was? Ja. Nein, Nein, der Pferd chillt hier. Hey, warum ist es zu Hause? War das die ganze Zeit hier, währenddessen wir... Offensichtlich gut, dass wir da nicht nochmal reingelaufen sind, ey. What are you doing here? Und dann lächelt er auch noch so dumm. Guck mal, was für ein schönes Bild. Es hätten vier sein können, aber ein Varus einer hat es nie bis zur Base geschafft. Und beim Sortieren und Dekorieren der Base fand ein Varus eine Art Schatzkarte in seiner Arschritze. Hey, Notizen. Karte eines toten Zauberers. Oh, ich habe eine Zauberer. Ich sehe es. Wird mir gerade angezeigt, die Karte. Was? Jetzt? Echt? Ja. So, das sind so Flüsse und dann sind Teile in der Mitte. Oh doch, ich glaube, dass... Ja. Hast du die Karte noch? Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich markierte die Stelle und wir gingen offline, bis wir zwei Tage später unsere Reise wieder fortführten. Ja, dann viel Spaß euch beiden bei... Detective Conan, aber nicht zu viel. Detective Conan, nur anstatt 100 Jahre gehen vorbei, 100 Tage gehen vorbei. Wir wollten nicht viel Zeit verlieren, haben sofort alles vorbereitet für die Reise und sind sofort los, um erneut nach einem Babytier zu suchen. Oh, sorry. Und Alfredo, der Psycho, der benutzt nicht mal eine Waffe. Warte mal. Alfredo, was machst du da? Der hat keine Waffe ausgewählt. Alfredo, hier. Nimm die Dagger, kämpf doch nicht mit deinen Fäusten. Ja, warte mal, hier ist irgendwas, um interagieren. Jetzt bist du verflucht. Buch der chemischen Flüche. Das Spiel verfluchte Invados. Doch nach der Aktion gleich verfluche ich das Spiel. Ich höre Herzschlag. Ah, deine Mom. Oh, ich hab sie mit meinen Fäusten gekillt. Bist du da unten? Ich bin immer dir. Warum? Okay, das ist Bullshit. Ich kann mich nicht festhalten. Und zack. Step bro, I'm stuck. I'm looking at myself in third person. Noch am gleichen Tag holten wir aber mein Zeug. Und ich lernte ein wenig Luftakrobatik. LOL! Was war das denn? Also was auch immer vor uns ist, ich glaube, es hat irgendwas mit Spinnen zu tun. Das gesehen! Hey, was? Ah, yo! Spider-Man, Alter. Warte, was? Wenn du springst und dann C drückst, macht die da... Oh mein Gott, ich krieg Damage dadurch. Alles nehmen. Ich brauche gerade selber Hilfe. Oh, das ist mies. Pass auf, Oh mein Gott. Das ist mies. Ja, was ist mit Alfredo los? Oh mein Gott, Alfredo ist tanky as fuck. Okay, bitch. Nice. Spoiler, Alfredo hätte ruhig tankier sein können. Gefängniswächter. Oh, Gefängniswächter, sehr gut. Verfluchter Berserker. Der wird nicht so verflucht. Damn. Oh, Schaden. Oh! Ich hatte 7 HP gerade nach einem Schlag. Holy damn. Oh, nein. Deiner ist tot. Was? Anscheinend war ich auch keine gute Mama. Okay, du kannst nicht mit deinen Leuten umgehen. Junge, das ist das erste Mal! Oh, der und ein Sternmetallhammer, den ich mich gerne jetzt geben würde, der gerade verreckt ist. Alfredo, du Loser! Ja, aber ey, du warst auch sehr schnell down, also. Der hat mich legit fast gewonshottet und ich hab mega viel Rüstung. Doch dort, wo Alfredo ging, befreite Varus seinen neuen Sklaven. Und ich, naja, ich kämpfte wie in Dragon's Dogma. Ah, jetzt bin ich... Okay, dann reite ich dich halt zu Tode, du kleiner Ach, verfluchte Scheiße. Dein Typ ist tot! Sofort! Oh mein shit. Gott! Mein Stamina! Heal den! Hey, da brennt! Und da oben ist noch einer! Hier sind zwei und es brennt hier! Nein! Der wird abgeknallt! Oh,
Bleib fair, du Vollidiot! Warte mal, ich muss. Oh mein Gott, da hat 10 ab 12 HP. Lauf, 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 lauf. Dann stellt dich eine Theorie auf. Nur keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Oh ja, guck mal, dieses eine Ding, was wir gesehen haben, wenn du genau darauf achtest und weiter reinzoomst, in der Mitte ist ja der Turm und drumherum sind überall diese komischen Häuser mit diesem Wasser. Also. Und ich glaube, wir machen die ganze Zeit immer denselben Fehler, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Je stärker wir wurden, desto öfter haben wir Gegner leider unterschätzt. You picked the wrong house, fool! You picked the wrong house, fool! Ich hau von hinten einfach auf sein Ass. Oh, er macht aber Damage, ey. Au, au. Hey! Oh! Warte. Au! Irgendjemand ist gerade gestorben. Das war mein Träger. Das ist schlechter Eltern. Ja, es sind auch keine Kämpfer, das sind scheiß Träger, die sind nicht zum Kämpfen konzipiert, ey. Bei Sonnenaufgang raideten wir das Lager von ein paar Schwächlingen. Also, literally, Schwächlinge. Im Vergleich zu uns zumindest. Oh! Oh, das sind Skelette, keine Menschen. Hä? Was ist das? Zombies. Ein toter Pirat. Lol. Naja, wie man sieht, waren sie einfach überhaupt gar keine Gefahr für uns. Genauso wenig wie Okami mit seinem Billowolfsrudel. Doch letztendlich führten Vardoshoden uns doch noch zum Erfolg. Was sind noch mehr Viecher unten? Sind das Babys? Sind das Babys? Oh! Warte, was? Bären? Das sind Bären! For real? Bären, Babybären! Zwei Stück! Schnell. Joink! Uff. Mama Bär, nein. Ist da, Mama Bär! Gefallen? Ich glaube ja. Nee, ich glaube, ich bin runtergesprungen, weil ich jetzt schwer bin. Will ich? Au. Du hast aber zwei aufgehoben, oder nicht? Ja. Perfekt. Dann bin ich ja umsonst runtergesprungen. Naja. Dafür fand ich das da. Oh, what is this? Hier ist ein riesiges Schiffswrack mitten im Wald. Woman. Ist das ein Hund? Ah! Oh mein Gott. Hä? Ein bisschen anders sieht er aus. Ich hol noch ein paar Leute mit. Bruh, they stuck me. Hallo. Ich probierte mich etwas mit dem Bogen und auch ein bisschen mit der Alfredo-Taktik. Ruhe in Frieden, Alfredo. Ich hoffe, ich mach's so gut wie du. Bam, bam, bam. Manche Gegner waren easy. Und die anderen waren, naja, für uns auch easy, weil wir sind krass. Warte, was ist das für ein Fragezeichen hier? Ah, doch, doch, doch. Ich hab hier was markiert. Weißt du noch, die Karte von dem... Ah! Von dem Magier. Ich hab mir das angeschaut und hab mir das dann markiert, wo es war. Vielleicht erlernen wir die Zauberei hier. Oder wir kriegen jetzt auch so Maori. Oh, nee. Oder die kriegen aufs Maul. Die kriegen wirklich aufs Maul. Easy. Oh, wer bist du? Gefängniswärter. Ja! Free Alfredo 2, Alter! Schlitz, 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 Schlitz! Gib mir Schlüssel! Ja, nimm mal die Scheiße mit, wenn du kannst. Ich kann nicht. Hey, wer bist du denn? Ah, hier ist Gefängnis. Winston. Hier ist auch noch ein zweiter. Oh, warte, hier sind zwei verschiedene. Einer ist ein Träger und der andere ist... Ich weiß nicht. Nimm den anderen, die Träger sterben zu schnell. Wow, Verbannter. Kehr wieder um, Alter. Schick ihn wieder in den Kerker und nimm den anderen. Kleiner Tipp, wenn ihr von einer Klippe fällt, kriegt ihr Schaden. Macht's also nicht zu Hause nach. Don't jump too far. I didn't jump, I fell. Und da hat sich wieder nicht festhalten können danach. Das ist der Schatz. Kleine Kiste mit Silberstaub, ein bisschen Goldmünzen. Der Schatz war nicht gerade das One Piece. Aber dafür habe ich Isabella dann dekoriert. Sie ist nun mein Schatz. Wir näherten uns also langsam dem Moment im Video, der mich am meisten auseinandergenommen hat. Psychisch belastet und mein Penis ist um 2 cm geschrumpft. Zumindest für den Rest des Tages. Oh. Ist das auch wieder so ein Dungeon? Yes. Ja, ja, ja. Björn. Dann haben wir auch ein Dungeon direkt vor unserer Haustür, ne? Kommt einer auf uns zu. Drei Köpfe. Drei. Kopfboss, ja. Yeah. Und hier sind auch noch ein paar andere Viecher. Isabella geht sich gut. Nein. Isabella? Die ist tot. Nein. Du musst ihr helfen. Isabella war mittlerweile der vierte Sklave, der gestorben ist. Oh, scheiß Skelett, verpiss dich. Lass mich heilen. Der Kampf ging aber weiter. I'm back in action. Junge! Ich kann ihn nicht erwischen, er springt immer sofort weg. Aber er macht Gott sei Dank nicht so viel Schaden. Ja, okay, den haben wir. Au.
Bam. Okay, down. Oh, jetzt wieder so ein Ding. Down with the sickness. Oh, der was. Oh, der liegt in ihrem Bogenblock. Jetzt steche ich. Au! Timber hinter dir. Fuck off! Willst du schon looten, noch bevor alle tot sind? Jetzt. Hä? Da schießen immer noch Leute. Loot. Was ist dein Problem, Maniakoyama? Willst du die oder ist in der legendäre Boden? Bogen. 26 Damage. Also besser als meiner, den ich gerade hatte. Dämonisch? Was hat das zu bedeuten? Das hatte das zu bedeuten. Was? Ich hab übelst Verderbnis auf einmal. In der Bogen? Weiß nicht. Ich bin halb verdorben. Mein Leben und meine Stamina ist zur Hälfte weg. Wir brauchen. Den nächsten, den ich mir holen will, ist eine Tänzerin. Ja. Ich bin half. Meine maximale Stamina ist bei 84 und mein maximales Leben war 231 jetzt. Sowohl meine HP wie auch die Ausdauer sind ab jetzt dauerhaft halbiert. Um das zu heilen, brauchte ich eine Tänzerin. Frag mich nicht, warum. So funktioniert das Spiel. Ein Lapdance heilt alle Sorgen. Kind von Gulla. Das ist nur sein Kind, alles klar, okay. Wir warten darauf, bis wir Gulla finden. Aus Gulla machen wir Gulasch. Gulasch. Oh Junge, ich kann nicht kämpfen. Ich habe nach zwei Schlägen bin ich nur ohne Stamina. Für mich war jetzt alles doppelt so gefährlich. Und ich selbst war nur halb so gefährlich wie vorher. Ich mache einen Angriff und ich bin instant minus Stamina, Alter. Anschließend treten wir relativ ineffektiv zurück heim. Ich habe nichts mehr getötet und nur in Vardos dabei zugesehen. Während ich für die nächste Stunde eigentlich nur dringend auf Klo musste. Am Tag 40 kamen wir wieder online. Und diesmal waren wir ziemlich ernst drauf. Also keine Witze, nur pure männliche Präsenz. Run! Was machst du da für Sound? Boah! Okay. Das sieht so richtig aus wie ein Heroin-Junkie, Alter. Bevor wir uns aber wieder aufmachten, mussten wir erst eine Weile Fische fangen, um die Beeren zu füttern, damit sie auch gezähmt werden, während wir nicht da sind. Es dauerte kurz ein wenig, aber dann konnten die Beeren schon einmal gezähmt werden, während wir uns wieder in Lebensgefahr begaben. Begehen? Ich kann kein Deutsch, sorry. Ihr wisst, was ich meine. Beging? In der Beningin? In der Beningin! Und ich wünschte, man konnte Sprachen genauso lernen wie hier. Ich habe gerade per Klick eine neue Sprache gelernt. Ich weiß jetzt auch nicht genau warum, aber mir ist beim Bearbeiten etwas aufgefallen. Jedes Mal, wenn wir ein Lebewesen fanden, was wir noch nicht kannten, müssten wir mindestens einen davon töten. Ich habe keine Stamina für sowas. Ich kann zweimal zuschlagen. By the way! Frohe Weihnachten nachträglich. I wish you a Merry Chrysals and now suck my c**k. So mit einer Schleife noch kannst du so aufmachen. Das Ziel war es, eine Tänzerin zu finden. Der Rest war uns nur im Weg. Schwertkämpfer Level 3. Oh, lol. Leider macht die Verderbnis mir aber etwas zu schaffen. Ein direkter Kampf war zu gefährlich. Aber niemand ist besser in Improvisation als der gute alte Mickey mit dem Longschlong. Oh, hey, danke. Stark. Ich helfe, wie ich helfen kann. Ja, komm her, komm her. Yeah! Oh, nice. Wenn die Gegner aber nicht gerade in größerer Überzahl waren, kämpfte ich auch normal mit. Der Miniboss droppt ein gutes Einhandschwert. Damit konnte ich endlich kämpfen und gleichzeitig eine Fackel halten. Verkrüppeln und bluten. Oh, das ist gut, weil so kann ich im Dunkeln vielleicht auch noch ein bisschen fighten. Dann töteten wir die Toten von nebenan, was sich zeitlich und für den Loot überhaupt nicht lohnte. Hier war eine Scheiße. Überall? Hier ist nicht mal was drin. Den Truhen. Die sind einfach leer. Wir brachten sie aber trotzdem alle zurück unter die Erde. Und das hier fand ich übrigens irgendwie lustig. Oh, danke. Da die Gegner wieder respawned waren, plünderten wir dieses Lager schon zum zweiten Mal. Aber dieses Mal ohne Probleme. Oh, mein Leben, Alter. Ja, der Boss haut mir auch gerade ein bisschen aus dem Maul. Hi. Oh, ein Zuchtmeister Level 3. Dann lass uns den mitnehmen. Ja, besser als nichts, I guess. Oh, er nimmt mich gleich mit. Keine Sorge, es gelang uns, ihn auszunocken. Und über Dornbüschen sowie steinigen Boden bei 30 km/h nach Hause zu schleifen. Dort wurde der Zuchtmeister dann vom Meister gezüchtet, gezuchtet. Macht der Satz Sinn?
Jedenfalls dauerte das eine Weile. Und wir warteten kurz auch, bis die Bären fertig waren. Und während ich dann überlegte, wo wir irgendwelche Stripperin finden könnten, macht denn Vados sowas wie einen Regentanz. Vom Prinzip zumindest so ähnlich. Die Bären sind auch bald ready. Uha, mächtig, ja, mächtig, mächtig, tralala. Hm, ha, mächtig, ja, halala, salala. Und ich zeige, oh, das ist deiner. Oh, ready? Aber ist normal, scheinbar. Leider sind die Bären nicht zu mächtigen Bären geworden. Wir nannten sie Berlu und Berlin und ritten dann mit ihnen los. Und guck mal, da oben ist auch noch ein Dings, ein Dorf. In diesem Lager war zwar keine Tänzerin, aber dafür eine arrogante Tussi, die von den Vados befreit wurde, aber trotzdem einfach undankbar wegging. Hallo? Sei dankbar, wert meine Sklavin. Und von hier aus ging es dann direkt zum nächsten Lager. Warte, hier links ist das. Oh, das sieht ein bisschen größer aus. Dieses Lager war allerdings größer und besser bewacht. Au! Wir sind Bären. Oh, lol. Gut, dass wir so Bären nicht mitgenommen haben. Also hier ist noch eine, und da ist noch eine, und da ist noch eine. Warte, schleich dich mal so ran. Guck mal, die ist am Workout. Warum ist sie bewusstlos? Ich habe den Hammer schon eine sehr, sehr lange Zeit genutzt und noch nie habe ich jemanden damit bewusstlos gehauen. Oh, ein Bogen. Gehärteter Stahlbogen. Nice. Guck mal, ein Bogen, der mir keine Verderbnis gibt. Mit dem konnte ich ein wenig auf Distanz bleiben, bevor sie mir wie Big Smoke drohten. Ey, ey! Hey! Eigentlich schlugen wir uns ganz gut. Ah, ich hab keine Ausdauer mehr. Der Dummkopf. Surprise, Motherfucker! Und endlich nach so vielen Tagen suchen. Hallo! Fand in Vados endlich das, was ich so sehr wollte. Oh, das sieht aus wie ein Tänzer. Künstler, ja. Aber ein männlicher Level 3er Tänzer. Ich hatte es zwar auf eine Frau abgesehen. Man nimmt aber das, was man kriegen kann. Außerdem war das eine ziemlich knappe Sache gewesen. Ich bin runtergefallen. Ich muss erstmal wieder hoch. Oh mein Gott. Er war zäh. Aber mein Knüppel war ziemlich hart. Okay. Ich bin jetzt gleich bei unseren Pferden, so, ne? Jo, ich mache hier eben ganz kurz einen Run. Nein! Ich sehe nur dein Leben. Ach man, warum könnten wir seine Sie finden, Alter? Der hat sogar Nippel-Piercing. Oh, mir geht's überhaupt nicht gut. Im First Person meiner Hände, ich bin voll mit Adern in meinen... Ja, natürlich, ich hab doch gesagt schon, wie hässlich du bist. Mir geht's nicht so gut. Let's go. To the home we call home. Warte, kann ich den gleichzeitig... Du kannst ihn runterwerfen und dann... Du musst ihn vorher runterschmeißen. Mir gelang es zwar, ihn runterzuschmeißen, aber das führte zu einem komischen Bug. Jetzt. Bye, yes. Bye. Bye, ich hoffe, er überlebt. Wo ist denn der überhaupt hin? Vielleicht hätte einer unten bleiben sollen, zu gucken, wo er hinfliegt. Ah, hier ist er. Ich sehe nur seine Beine. Der ist über mir nicht hier. Denn jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen. Außer, in Vados nimmt ihn an die Leine. Okay. Wo ist sie? Vorne. Der ist hier nicht bei mir. Gib mir dein scheiß Seil, ey. Also musste er ihn hinterher schleifen. Oh mein Gott! Wir brauchen noch einen Rad der Schmerzen, by the way. Ah ja, da passt noch einer rein. Aber der sollte bald fertig sein, oder? Ah ne, warte, ne, wir können ihn da... Ja, ja, ah, aber nee, der nee, wird, glaube ich, noch nicht. Ich muss warten, bis Platz ist. Dann heißt es warten und hässliche, dekorative Haustiere platzieren. Das ist lovely. Der sieht nicht so lovely aus. Das hässliche Viech, was wir hier haben. Also ich habe ihn, glaube ich, an der Leine, aber ich sehe den nicht. Sag mir nicht, er ist weg. Ich glaube, er ist weg. Oder liegt er hier noch? Oder wir müssen einmal restarten, weil manchmal sind die ja unsichtbar. Ich rejointe einmal neu, doch der Tänzer hat sich tatsächlich weggebackt. Nee, hier ist keiner. Wir beschlossen uns also, einen neuen zu cheaten. Und diesmal einen weiblichen. Doch Karma, da ich mich vorher noch nie mit den Admin-Konsolen beschäftigt, Dingsbums hatte, baute ich ein bisschen Mist. Nein! Das gibt's doch nicht! Ich musste sie töten. Aber ich spawnte eine andere rein, die am nächsten Tag schon ready für einen Lapdance war. Wie soll ich sie nennen? Oh, die hat Königsmörderdolche. Nennen sie Dirty Dancing. Nein, ich nenne sie Once a Man. Weil wir einen Kerl geholt haben und jetzt ist auf einmal eine Frau. Meine Dings geht weg. Lass dich schon betänzeln. Jetzt ist mein Max-Leben eigentlich bei 499 ist mein Max-Life. Ich war bei 100 etwas. Endlich war ich wieder in der Lage, vernünftig zu kämpfen. Und wir hatten noch 50 Tage vor uns, um den Tag 100 zu erreichen. Jetzt kann es erst richtig losgehen. Und das in Teil 2, demnächst. Doch keine Angst, hier ist noch ein Clip von unserer Konversation, als wir Tag 40 online kamen. Das war da, als ich die Tänzerin unbedingt brauchte, wisst ihr?
Haben wir direkt nebenan irgendwie dort was? Vielleicht ist da mit Glück ein Tänzer. Ein Tänzer haben, den hack ich dann seinen Schwanz ab und pack ihn eine Perücke auf den Kopf. Kannst du gerne machen. Ich würde erstmal nur meinen Fluch wegkriegen. Okay, dann werde ich eben gay für 5 Minuten, aber dann bin ich wieder straight. You gotta try once to enjoy pussy. Ist das so, ja? Du musst erst durch die Hölle, damit du zum Himmel gerätst. Ja. Wenn du den Sch*** nicht ehrt, ist die Sch*** nicht wert. Passionate love. The neighbors complain about your noises above.